meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space. So, wir sind wieder auf der Brücke angelangt mit dem Monorail System Aufzug Dingenskirchen Bumsen Dingsen. Ich kann nicht laufen. Wir haben den Verkehr. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Ich glaube, das Militärschiff ist uns feindlich gesinnen. Oder trägt noch mehr von solchen Arschlöchern an Bord. Das ist alles möglich. Da müssen wir längs gehen. Ah, jemand hat aufgeräumt. Das ist noch gar nicht mehr ganz so gut. Mich verarschen, oder? Ach, hey. Das Dickerchen wird hier wieder da sein. Aber keine Asteroiden mehr, wa? Dickes Monstertier. Dickes Monster. Da müssen wir nicht gar nicht hin. Was ist das? Da ist noch eine Werkbank. Haben wir noch Knoten am Stüssel? Und irgendjemand hat die ganzen Dingenskirchen hier wieder aufgefüllt. Was ich sehr nett finde eigentlich, ne? Also die ganzen Kisten. Zumindest ein Teil. Ein Teil der Kisten. Ganzen Kisten, Teil der Kisten. So. Plasma-Cutter. Impulsgewehr. Das finde ich gut. Und als nächstes dann eben mal die Luft verbessern von unseren Raumanzug, hätte ich beinahe gesagt. Von unseren, weiß ich nicht, Panzer. Anzug, Ausrüstung. Aber das Monster war hier noch zu hören, hier durch diese Scheibe. War nicht das Monster gewesen? Wieso ist denn hier das alles mit diesem Glipper? Das war nicht immer so. Gefährliche Anomalie. Die Tür wurde aktiviert. Was ist das denn? Da. Glitter Dinger am Start. Ich schwöre, wenn ihr der mit deiner... Oh oh. Ey, was blitzt hier permanent so hässlich? Wow, Leute! Lass das mal! Haben wir keine Motivation dafür mehr? Alter. Leer! Kann nicht immer alles leer sein. Quarantäne aufgehoben. Alter, hör mal. Ganze Motivation verballert hier. Diese Affenkekse. Strahlendingens brauche ich nicht. Ich will eine richtige Munition haben. Was ist das? Ja, ja. Genau, her damit. Okay. Die erste Angriffswelle haben wir ja so weit, so gut überstanden. So, wo sollen wir hin, Andy? Fahrstuhl. Die Frage ist, wohin? Nach oben oder unten? Nach oben! Geht wahrscheinlich nur eine Richtung. Nein, es geht zwei. Und los. Aber warum ist es denn so verschleimt, der andere Fahrschacht? War der schon immer so verschleimt? Die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ja, okay.
Der verrückte Professor ist ja auch noch nicht gefasst. Ja, immer gleich so gemütlich alles hier, ne? Ach, scheiße. Diese Dinger muss ich immer verticken. Und was war das denn? Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Wir brauchen Schema. Schema von Stufe 5 bumsen. Die schreien voll eklig, Alter, ehrlich. Hanna. Die Dinger platzen ja noch so eklig, ne? So, einmal speichern, flop. Da da di da da di da 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 di da da. Ja, wir schreiben, das macht Spaß. Warum flappelt das hier noch so rum? Und so flippelflapp. Aha. Ah ja. Oh, das ist weiter. Lad doch den Vogel nach. Können ja schon leid tun, ne? Können einen ja schon leid. Ah! Alles zurück. Ich weiß nicht, tut sie mir leid. Hört sich ja immer sehr, sehr schmerzhaft an, wie die da so am Rumschreien sind, ne? Ich weiß nicht. Sind die bösartig? Kann man die bösartig? Ich glaube, die sind einfach... Vielleicht sind die hier noch irgendwann drinnen. Ich hab dir nur geholfen. Das ist noch halb Leben. Was ist er denn? Oh oh. Nochmal welche am Leben, wa? Ich wollte eigentlich ganz gerne einmal ganz kurz. Danke. Da. Ne. Ne. Ich entscheide mich da einfach gegen. Lad doch mal die Flinte nach, du. Oh, Rubin, den nehmen wir mit. Aber lad doch mal die Flinte nach, du Halbaffe, Alter. Ehrlich, warum macht er das nicht? Achso, liegt daran, weil ich keine Munition... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Haben wir noch Knoten am Stissel? Ne, haben wir nicht, ne? Da müssen wir hoch. Ja, ich liebe Speichern. Speichern macht so Spaß. Bei Speichern gebe ich ordentlich, ordentlich Gas. Eieieiei. Zum Glück ist auch hier nichts laut im Raumschiff hier. Wow, guck mal, was hier einfach so rumliegt. Aber so, es liegt einfach nur so da. Logbuch der Kommunikationszentrale, First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Mathias abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten, aber das ist jetzt vorbei. Mayday, 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 hier ist die USG Ishimura, hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Mhm. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out. Bailey out. Finde ich auch. Viel zu weit ist er gegangen. Er hätte niemals zu weit gehen dürfen. Aha. Ja, ich denke gerade nach.
Man merkt, es arbeitet in mir drinne. Wow, wow. Das ist schnell. Einmal durch das ganze Schiff. Und da weg. Genau, da sollen wir auch rein. Nicht, dass wir zu fahren haben. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Okay, so ist es. Speichern jetzt mal was? Ja, ne? Speichern ist immer eine geile Nummer einfach. Ich finde, wenn ich nicht speichere, wer speichert dann? Moment, ich kann gar nicht speichern. Warum? Lass mich speichern, bitte. Bitte lass mich speichern. Ich kann nicht speichern. Ich kann gerade echt nicht speichern. Ja, warum geht es nicht mehr so? Merkwürdiges geht hier vor sich. Oh, da springen gleich die Viecher raus. Was du siehst, so hinter den Wänden sind alles voller Schwappeldingens, ne? Alter Vatern. Warte mal, sollen wir hier durchhören? Ja, alles klar. Bau nochmal so einen Cutter-Macher da. Noch mehr Energieknoten, ne? Das gefällt mir. Schön viel Motivation. Wir brauchen ganz viel Motivation. Nicht immer für diesen scheiß Laserkanone. Was soll denn das? Wow, wir werden irgendwann mal reich. Nur noch 9 Schuss für den Plasma-Cutter. Ja komm, dann nehmen wir für die Laserbumsen mit. Damit wir uns wenigstens etwas wehren können nachher. Aber das Ding ist so langsam einfach. Sind wir gleich wieder outside? Eintritt Schwerelosigkeit. Zum Verarschen? Nicht getroffen, wa? Kann nicht sein, dass sie so viel Motivation brauchen, Alter, ehrlich. Laserstrahlen. Okay, die Dinger müssen wir irgendwo reinschieben. Ich denke gerade nach halt, ne? Wo könnte ich die denn... Da müssen die ja reingeschoben werden. Und die kaputten ausgetauscht werden. Das ist aber einer von den
denen, die wir brauchen, die heil sind. Jetzt kommt es ja nicht hoch, ne? Wir müssen dort eine Verbindung schaffen. Die Frage ist, äußerer Ring oder innerer Ring? Ich würde mal sagen, innerer Ring, oder? Weiter Flug. Also so viele Dinge sind ja gar nicht da, damit man die alle eintauschen kann. So, haben wir denn noch einen über in Heilen? Da oben wäre noch einer über gewesen, ne? Warte mal, wo war das? Da. Die sind auch kaputt. Huch. Noch einen auszutauschen. Man hebt den Vogel doch jetzt an hier. Kommunikationsarray wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Diese friedliche außerirdische Musik. Wieso kann ich da nicht rüberspringen? Ah ja, jetzt, alles klar. Ende der Schwerelosigkeit. Wäre ein Wunder, wenn hier kein Monster wäre. Die kommen ja gleich alle da aus dem Schacht raus, das wissen wir ja schon. Mal eben speichern, damit wir den lästigen Scheiß hier nochmal machen müssen. Es geht nicht mehr so, ne? Jo. Warte mal, Moment mal, warte mal, sind da. Ne, was stand da jetzt gerade? Kapitel suchen und retten. Okay, ich muss auf die Zeit achten. Die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Da ist diese Monster Nachricht drin. Wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Da ist ein Monster drin in der Rettungskapsel. Die hat doch der Helmut abgeschossen. Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein, das darf nicht sein.
USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Oh. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Aha. Scheiße. Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Achso, aber wir müssen es wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. AAS. Dann wo muss ich hin? Genau da, längs. Damit wir uns sicher sind. Ich glaube, der wurde überfahren, oder? Alle meine Monster. Können die auch schon hier Fahrstuhl fahren, hör mal. Was ist mit euch nicht richtig? So, ich nehme mal, ich wollte ja noch mal einmal Sauerstoff am Tank noch mal nachfüllen, also nachverbessern. Das machen wir jetzt direkt tatsächlich. Damit haben wir nochmal 20 Sekunden länger. Ziemlich gut, oder? Ja, finde ich auch. Impulsgewehr. Ah, schade. Können nicht auf den nächsten Schadenspunkt zugehen. Müssten wir von hier aus denn machen. Kapazität. Naja. Wir sollen ja mit einer AA-Kanone schießen. Ich habe auch eine AA-Kanone. Die auch jeden Tag. In die Schüssel. Voll doof, Tomji. Du bist so doof, Tomji, Alter, ehrlich. Ah. Jetzt hier geht's wieder ganz normal an diesen Speicherpunkt hier, ne? La 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 la, wir machen Fahrstuhlmusik. Die da die. Zwei Türen? Ach scheiße, echt jetzt? Ich mag das nicht, zwei Türen. Okay, Leute. Ich denke mal, wir müssen nutzen Luftbälle. Die AA-Kanonen, die sind ja immer irgendwie grundsätzlich. Yay, yeah, Plasma-Cutter. Ja, das sagt der Junge. Das ist Laserstrahlen-Dingens. Gut, hier, guck mal, die war schon auf. Jetzt ist vor Angst aufgegangen. Ja, mach das meinetwegen. So. Okay, wir sind schon direkt da bei der Kaka-Kanone. Ich glaube, ich speichere hier direkt mal. Warum? Ich weiß nicht, ob wir schon durch sind mit unseren Zeiten heute. Ich glaube aber nicht. Ich weiß es nicht. Wir können es probieren. Alles klar, ab an die AA-Kanone. Denkt daran, diesmal kann man mit zweimal feuern. Mal gucken, was ich da erwarte. Was ist denn das? Alter Digga.
sieht aus wie so ein... Kommunikationsarrays werden geöffnet. USM Wähler, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm! Stimme! Rettungskapsel! USM Wähler, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen! Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel! Oh, da ist Raumschiff schon. Fliege auf und zu. Oh. Warum mussten sie auf die Kapsel öffnen? Oh mein Gott. Es kommt direkt auf uns zu. Isaac! Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rig-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorräte gefunden und mich selbst zusammengekriegt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiß auf den CEC und scheiß auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe einen Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Wähler finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Amos. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Frachtbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Okay, das ist aber sehr, sehr vertrauenswürdig. So, Kinderchen, das war eine aufregende Folge, meine Güte. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und ciao. Anita, dann.